Läuft eigentlich dein Merchandising? Gibt's das noch? So, auf geht's. Ach, wir starten in die Pistol Rounds. Mist. Dritte und alles entscheidende Map. Astana Dragons gegen die Ninjas in Pyjamas. Also, 1-0 hat Nip vorgelegt. Dann Astana 1-1 mit einem 16-12 auf Mirage. Und nun gibt es DE das 2. Wo Nip gestern auch schon wieder super unterwegs war gegen Very Games, harte Shots gedrückt hat. Und Forrest, super schnell unterwegs gegen Kurz. Und dort stehen Dozia und Angel. Ich hab ne Flash. Forrest drauf. Angel, CD-Base gedroppt, kriegt auch direkt mal einen Shot rein. Zack, Forrest, Hallöchen. Guten Morgen, Freunde. Hab gerade die neueste Ausgabe von Superman gelesen. Geht gut rein. Und Edward mit 3 AP. So, und ciao. Ja, das geht ungefähr so weiter wie gestern Abend. Kann man mal machen, oder? Ohne Respekt, einfach kurz durchgegast, direkt ein Gesicht gelandet gegen Adrian. Damit war eigentlich die Runde schon gegessen, da Spot eingenommen war und ja. Wahnsinn. Der richtig Vollgas ist man da hier aber durchgebettet, ne? So, get right. Probier's auch mal mit diesem Mini-Schlitz wie Markelov. Ah, der war echt krass, also. Wow. Da fehlen mir jetzt noch die Worte dafür. Wo mehr Leute das sehen werden. Diese Kante dort abzuhellen. Oh, Markelov setzt da nochmal einen guten Shot gegen Forrest. Der macht allerdings hier wieder seinen zweiten Frag in dieser Runde. Und von dem geht es darum, hier keine Waffe abzugeben. Ja, deswegen geht man auch lang gemeinsam safe, da man weiß, lang haben wir safe, da kann nichts sein. So, Dragons versuchen jetzt nochmal Spots zu checken. Vielleicht noch gegen Grube rumzuziehen. Oh! Ah, da kriegen sie noch einen. Dann kippen sie aber. Ja, zumindest eine Waffe. Und Forrest direkt wieder mit Vollgas unterwegs. 5-1-0. Ja, hier wird schon geht geschrieben, wieder die, lang. Russen, die Russen werden langsam nüchtern. Brauchen mehr von ihrem Zaubertrank, ne? Ja. Und get right. Ja, ach, da hat man nicht mit gerechnet, dass sie so close stehen. Ja. Markelov. Ah, dann macht er einen weiten Strafe raus. So, aber A-Spot stehen immer noch Dozia und Edward. Jetzt. Ach. Nur noch Dozia da. Der ist auch down. Schöne Shots dort. Und jetzt bin ich gespannt, ob man hier bei den Astana Dragons das 2 auch so aggressiv spielt wie Angel das gerne gemacht hat bei Spore damals. Da sind sie ja häufig immer Cutters reingepusht und hatten eine AWP an Kurz. Und Markov hat auch schon eine AWP. Und ich denke mal nicht, dass er Mitte facen gehen wird. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, du biegst jetzt rechts. Biegt dann echt rechts ab. Aimt einfach nur für grüne Kiste ab und das ist gar nicht so schlecht. Nee, kommt keiner Todesgang. Huch! Tatsache. Oh, so. Freiburg. Forrest wieder schnell in Mitte da, Kurz. So, jetzt wartet er wieder auf seine Flash, da kommt sie. Und Kurz hat man unter Kontrolle. Bei Nebenbund. Freiberg. Herr Markelov leider nicht mehr weg. Aber man ist jetzt eigentlich schon wieder komplett eingenommen. Angel aus der CT-Base wird er abgeflasht. Einen machen, Edward konnte keinen machen. Freiberg mit dem zweiten, zusätzlich noch CD-Base angesagt. Ja. Angel macht noch einen. Und Gatway steht immer noch vor Lang, der da immer noch wartet und ganz spät erst reinkommt. Ja, das ist vom Timing her jetzt wieder perfekt. Ja. Wahnsinn. Super gespielt. Wieder von Gatway. Also der.
Der hat das einfach im Blut, wann er wie rumziehen muss. Wie lange er wartet, wann genau er sich zeigt. Oh, Angel, schade. Hätte weiter Dauer abgeaimt. Hätte er noch einen aus dem Spiel nehmen können, so leider nicht. Ja, und jetzt ist natürlich Dranks, sind die Dranks natürlich wieder zu einer Eco gezwungen. So, Freiburg direkt lang schnell rein. Der schmeckt. Ja, der hat echt, der war saftig. Angel hat das eingenommen. Kann Pfeffer eigentlich nicht wissen, dass der lower ist. Jetzt auch weg und jetzt wird man wahrscheinlich dann einfach geschlossen lang durchgehen auf Seiten von Nip. Ja, Markelov kommt da nicht mehr weg vom Spot. Forest ein macht er. Ja. Dann stirbt er aber. Und jetzt wollen wir natürlich an die Waffe ran. Pfiffen. Steht auch nur gegen einen. Und Adrian, dem wollen sie natürlich nicht die Waffe da schenken. Und geht mit. Ja. Ja. Also jetzt sind sie wirklich im Fokus. Jetzt drücken sie auch wieder die Shots. Das gefällt Nip sehr gut hier, diese Long Distance. Freiburg da schnell lang raus. Wird gut gegengeflasht, aber er schon vor den Flashes und. Angel kann von Onspot nicht wirklich helfen. Keine Durchsprung, kann angesagt werden. Oh, Element angesagt, down. Pfiffeln kriegt aber auch nochmal einen Headshot rein, 12 HP. Oh, get right. Macht keinen CD-Base Drop, geht zu kurz zu seinem Mate. Pfiffler macht den Flag noch mit 12 HP. Jetzt stirbt er jetzt 2 und 2. So Flash. Und jetzt entscheidet man sich hier zu saven. Boah. Schöner Shot, aber Markelov behält zumindest die AWP. Ja, das tut er. Und schon wieder stand er mit der AWP da so Mitte und konnte letzten Endes dann nicht so großartigen Damage anrichten mit seiner AWP. Diesmal sogar gar keinen Damage davor, ne, wobei. Ne, davor hat er auch keinen Frag machen können, beziehungsweise keinen Hit. Sollte vielleicht von Anfang an irgendwie auf lang gehen oder mit kurz gehen und mit der AWP da was machen. Vielleicht zumindest seine Mates. Riesige Probleme. Da steht aber gerade keiner entlang, ne? Das war ja. Naja, die sind direkt rausgezogen. Die haben ja den Frag kassiert. Und Exist hat keinen Frag machen können. Also, die sind da schon zu zweit wieder lang reingegast. Edward steht am Tor, immer noch blind, hat ja gute Fläche kassiert. So, und jetzt kriegt Adrian zu tun. Oh, Exist macht den Frag. Stark von Adrian. Jetzt nur noch Exist mit 16 AP gegen 4 und der wird versuchen zu saven, aber dafür ist zu viel Zeit noch auf der Uhr. Oh, läuft. Ja, und damit die erste Runde hier für die Dranks. Markelov wieder mit langer Support erstmal nur.
Ambrosia super schnell raus. Jawohl. Perfekter Move. Normal steht er immer in Gate-Right. So, Gate-Right diesmal kurz gewesen. Auch nur noch 24 HP. Wow, schönes Ding. Baseball jetzt könnte damit B drauf. Edwards sofort nachgeschoben. Hat er denn da kassiert? Ein Brett. So, Dragons gehen direkt wieder saven. Die drei Waffen brauchen sie. Ja. Makulov wird eine doch legen können. Und Edward wird. Wie Makulov jedes Mal eigentlich komplett außen vor gelassen wird hier von Nip. Also man versucht so weit wie möglich Makulov einfach mit seinem AWP zu ignorieren, richtig? Die Runden davor war am Anfang in der Mitte. Dann ging man entweder schnell lang oder kurz durch, konnte er konnte nicht viel machen. Jetzt die Runden, wo er dann lang war als Support, beziehungsweise dann auf A und kurz gedeckt hat, kamen sie dann jetzt schnell B drauf oder die andere Runde hatten sie es halt versucht und haben die Runde verloren, aber trotzdem. So kann Makulov halt nie viel machen. Richtig stark von Nip eigentlich. Eins. Aber kein Problem. Tana kann jetzt Waffen legen. Überlebt da gerade noch so. Und jetzt endlich mal wird Makulov kurz geboostet. Und dann kommt Getter scheinbar schnell kurz entgegen. Ah, wichtig. Endlich mal. Letzte mit der A wieder schieben. Vielleicht auf lang gehen oder sowas. Dann Dosia und Angel zusammen kurz halten lassen. Adrian entscheidet wieder das Duell mal für sich an B. Das sieht hier gut nach der zweiten Runde aus für die Dragons. Ja. Die ist aber meiner Meinung nach auch, ist meiner Meinung nach auch die falsche Entscheidung, da Fifth Laurent versuchen zu lassen, auf Frag zu gehen in, bei B. Sollten sie vielleicht lieber. Ja, aber die Runde davor hat es halt geklappt, ne? Ja, klar. Aber weiß nicht, wenn du halt so einen Freiburg oder einen Forest oder Getter in einem Team hast, die halt einfach viel besser auf so einen Frag gehen können. Dann warum nicht einfach das ausnutzen? Und Forrest jetzt zum Beispiel vielleicht nicht, weil er gerade 8 HP hat, aber jetzt Freiburg Mitte raus, macht den Frag gegen Edward. Xyz macht den Frag gegen Lang. Und jetzt kommt aber Angel rum, der ist aber flotti Karotti blind. Makulov ebenfalls auf der Headshot-Träger. Oh, nee, oder? So kacke. Und dann drehen die das 3 und 5 unter seiner Situation. Bombe ist durch. Edward da genau Forrest in dem Moment nicht hingeschaut und Forrest hat Avon kann in die Grube. Muss die Runde sein. Also doch nicht die zweite Runde für die Dragons. Nein, Forrest ist drauf. Krass. Ja, das ist dann die Einzelaktion. Die ist entscheidet. Mitte raus, Frag wird gesetzt. Dann wird dann nochmal Stress gemacht am B. Der Rest schiebt von lang, macht ein paar Steps zurück. Dann ziehen sie lang rum und kriegen da wirklich beide Frags. Heftige Runde. Also, dass man die nochmal abgibt. Wow. Ja. Das war nicht sonderlich gut gerade. Ja, um es mal mit Asmus Worten zu zitieren: YOLO, never change a running system. Ja. So, jetzt Nip kurz durch. Gate-Right zieht lang die Aufmerksamkeit, jetzt kann der Rest vor den Frank setzen. Also es ist so schön in die Zange genommen und Fifth Run macht beide in den Kantas. Ja. 9-1. So, und jetzt wird man wieder wenig Geld haben bei Dragons, wenn man hier nachkauft. Dann haben sie wieder die Probleme, dass sie die Runde halt mit Druck haben und eben nicht abgeben dürfen. Und bestenfalls auch so wenig Waffen wie möglich verlieren. Jetzt Makulov wieder mal kurz offensiv.
aber ohne AWP. Der leider diverse Nades ab, muss ich deswegen zurückziehen. Und jetzt kommt wieder die Flash. Für Freiburg zum Rumziehen. So, jetzt kommt die CT-Base Smoke. Diesen A-Go, dass man CT-Base droppt und A-Splittet über CT-Schräge sowie Kurzstiegen. Freiburg wird vorgeschickt, fällt jetzt aber. So, Markelov hat dann noch jemanden gespottet. Angel steht gut im Goose. Der hat Timing rum. Oh, aber Forrest erwartet es. Nein. Kriegst jetzt noch Markelov. Wahnsinn. So, jetzt ist 5 in der Mitte raus. Und du weißt natürlich, wo Gatebite steht. Brauchst du gar nicht auf die Karte schauen. So, 5 in der Mitte. Nochmal gut Damage an Edward, dann fällt er und ja. Dosia muss immer wieder nach hinten spotten, weil da immer wieder Gatebite kommen kann. Und diesmal zeigt er sich halt einfach komplett gar nicht, der Gatebite. Also das ist so gut gespielt. Eine Runde kommt, dann macht Druck, eine Runde zeigt er sich gar nicht. Wenn es da Probleme gegeben hätte, dass Dosia dann noch einen Frag zieht irgendwie auf dem A-Spot, dann wäre er lang wieder reingegangen, hat die Option, dass er noch wieder über kurz schieben kann, um da was zu machen. Also das ist... Boah, grandios gespielt. Naja, das ist... Also es ist ja aber auch nicht so, als würden sie es nicht wissen, die gegnerischen Teams, aber er spielt das halt einfach jede Runde vom Gefühl her so perfekt. Was, ja, machen wir gerade einen One-for-One-Exchange. Das kann man auch nicht beibringen. Das ist einfach nur Spielerfahrung, Praxis und immer wieder so trainieren und ausleben. Ja, und jetzt wieder langsames Vortasten hier von Nip. Man will jetzt nicht in einen Stack noch reinrennen in die drei verbleibenden Spieler. Freiburg dürfte gleich Markelov. Ne, Gatorade ist da vorne. Der sieht gleich Markelov. Yep. Adrian im Element. Auf einen machen. Jetzt. Bin hier sicher auf dem Spot. Gatorade geht schon wieder jagen. Der will das Ace haben. Ja, und er kriegt es. Elf eins. Das ist ja richtig Kraft in der im Bizeps hier, Matthias. Klar, rechts ist ja mein Schwingerarm. Ja. Paar Eisen gelegt. Paar, oder? Ja. Ich verstehe, Matthias, ich verstehe. So, Forrest geht ganz schnell kurz durch, aber Edward ist lower cut das drin. Wartet ihn. Gibt einen Headshot, aber spielt einfach nicht. Er braucht halt einfach zu lange. So, ja, jetzt kommt Angel off. Auch. Jetzt haben sie mal gut in die Zange genommen. Ja. Guter Push. Guter Cut aus Push da. Ja. Swinger. Schwinger. Das CH ist entscheidend bei diesem Wort. Warum ist das CH entscheidend? Weil ansonsten Swinger Arm. Lawine. Hat einer geschrieben. Wirklich, ich sehe es nicht, ich hab's gar nicht offen, sorry. Hm, ich muss mich auf das Spiel fokussieren, Matthias. Ja, darum kann ich's. Keinen zweiten Monitor, so wie du. Ah, Gatorade ist lang durch. Hat der Dosier in der CTBS gespottet. Noch unentschlossen bei Nip, wo es hingehen soll. Ach ne, brauchen wir noch Drop Palme. Ah, oh, starke Pose da von unten. Jetzt 2 and 3. Exist geht lang durch. So, Gatorade braucht ewig. Aber die Runde ist wieder mal nicht abgeschrieben. Ah, Bombe sollte durchgejobbt werden. Gatorade springt er versehentlich CT-Base runter. Oh, und jetzt 101. Pech, oh, 4 Sekunden. 9 HP. 9 HP. Ein Hit mehr und er wäre weg. Ah, oh, wieso hat er auch gerade Face? Hab ich ja nicht verstanden. Uhr nicht im Blick. Ja, müssen deine Mates doch schreien. Uhr vergessen im Hotel. Ja, wahrscheinlich.
Weil doch abgelegt, weil sie beim Zocken stört. Ja. Es geht schnell Todesgang durch. Angel wieder kurz noch zusammen mit Markelov. Aber Markelov mit dem Refrag. Oh, kommt nicht mehr weg. Und wiederum Refrag von Nip. Auf Refrag folgt Refrag. Weißt du Bescheid? Oh, aber jetzt schießt sie jetzt Edwards. Geht gut. Oh, oh Drosia einfach nochmal einen durch die Smoke gezogen. Jetzt klatscht Master Pippi. Gegen zwei. Oh, Drosia stand in der Nade. 58. So, Fifi hat die Bombe. Agent hört die Steps. Muss jetzt Mitte dicht machen, beziehungsweise auf Minischlitz stehen, dass er nicht lower rein kann. Aber geht es gut. Reicht er kurz durch mit der Bombe? Das sind nur noch 10 Sekunden und das wird nicht reichen. Mit Frag machen. Und Plan. Ah, das. Starke Runde von Dosier. So, jetzt noch die letzte Runde holen und dann hat man noch so ein bisschen. Was gerettet für die zweite Hälfte. In einem Opel schickt uns das Ergebnis von Navi Lemon Dogs. Dort führen die Lemon Dogs mit 8:3. Auf der T-Seite auf DE Train. Oh, was? Yep. Das. So, also auch da riecht es nach einer dritten Map. Boah, die Nate hätte Freiberg aber gegen den Kopf bekommen. Edward pusht da wieder in Harakiri Mitte rein. Oh, gut, wieder erfolgreich. Von ihm und dem Kurzspieler. Trotzdem 3 gegen 3 Situation. Gerald kommt jetzt lang. Oh, sie hatte den nicht auf dem Schirm gerade. Und bekommt lang nach. Forest noch das lower, ist einfach so Frag. Ein perfektes Positioning. Krass. Und Get halt auch mit dem gezielten Einzelschuss am Ende. So ein perfektes Positioning wieder von Nip in dieser Runde. Auch wenn es da dann. Auch wenn sie da die Frags kassieren. 12:3. So, und hier wird schnell ready gemacht. Also keine große Wartezeit. Und die muss man leider jetzt holen, weil den Astana Dragons, sonst ist Schicht im Schacht. Starker von Get Right, Fifi kassiert aber auch ein Headshot auf B. Jetzt gibt's den Go-Force. Fifflin muss auch fallen, was ist? Starke Schüsse hier von Adrian. So, und Bombe kann gelegt steht schon bereit hier. Der Edward. Edward mit den Pistolenhänden. Edward da 40 ist aber noch nicht, da ist er noch nicht angekommen. Noch nicht, ne? Oh, einen macht er. Dann ist aber der Refrag davon exist. Aber jetzt er kann zumindest zwei ansagen. Dass sie alle vor Tor kommen. Ja, deswegen ist Angel auch schon Cutters raus. Cutters. Oh oh. Telefon der Damage. Und jetzt Angel exist mit 5 HP. Und dann läuft. Ein paar wichtige Runde. Also, super wichtig. Absolut. Für die Astana Dragons. Und jetzt Anti-Ekos ordentlich stehen. Keine Waffe abgeben.
Bums, Bums, Bums. Einfach draufgeben. 12, die Frage, 4. Die Frage ist jetzt um diese unchristliche Zeit, über die anruft. Ja, jemand, der es nicht rafft, der wieder den Sendeplan nicht gecheckt hat. Nun rafft doch mal was, Anrufer. Kann doch nicht sein hier. Oh! Und jetzt nochmal gut jetzt gegen Markelow. So, Gerald wieder mit der Pumpe unterwegs und er geht jagen auf lang. Ach, dieser Lümmel. Und da kommt Dosia vielleicht gleich. Vielleicht aber auch nicht. Aber saubere Ohren hast du hier. Du weißt doch, ja. Putzi mir sie täglich. Oh! Ja, zumindest einen. Gerald kann jetzt drei Mann ansagen da lang durch ja. Die Deathcam. Pippi hat auch schon, kann das ausgeschlossen, kommt lang von hinten wahrscheinlich. Forrest ist kurz dabei. Oh, und Markelow wartet da noch. Der Werte exist schon auf Spot. Oh! Starker Shot von Adrian, noch ein starker Shot von ihm, sehr wichtig. Und jetzt hat er natürlich Forrest, Pifflerin auf dem Radar, mehr oder weniger, dass er von lang kommen wird. Pippi, ne, der will gar nicht jagen gehen, der will einfach nur noch hier seine Nova durchbringen. Get right, nochmal mit der Nova. Eieieiei, nochmal mit der Nova. Wird sie dann wahrscheinlich wieder lang close positionieren. Ja, da kommen wieder Edward und Dosia. Einmal doch nicht. Komm, zieht sie hier zurück. So, jetzt wird Edward jetzt kommt der kurz gepostet, geboostet. Ah, doch nicht, man zieht sich hier zurück. Dosia kann hier spotten, kann ansagen. Oh, jetzt right, ein macht er. Spaß aber auch. Zum Glück. Mal ja. Da war auch noch gut Damage gemacht gegen Dosia. So, und letzter Mann, Forrest hier. Kann der noch was machen? Oder. Hier auch noch auf Notchy Frags. Kriegt leider keinen mehr. Dosia überlebt mit 15 AP. So, das 12-6. So, Navi gegen Lemon Dogs in die Halbzeit gegangen. 9-6, Halbzeitstand. Lemon Dogs T-Seite, DE-Train. Angel hier mit zwei wichtigen First Strikes da, an lang. Pan, guckt doch keine gute Nähe gegen Freiburg. Da kommt oh, da oben an dieser Ecke rum. Aber lebt noch. Ah, ja, doch nicht. Lässt ihn nicht mehr kommen. Oh, ah, aber wichtiger Frag Mitte. Ja. Und damit ist B frei und das riechen sie jetzt auch, weil Edward ist schon auf B drauf, konnte sagen, keiner mehr hier. Pusht gut vor B. Oh, wird jetzt aber, glaube ich, gesehen von Freiburg. Ja, wenn auch spät. Und Forrest macht über T-Base zu. Dosia, jetzt hat er ihn gesehen, wurde aber auch gesehen. Und damit zu, wieder zu. Nur zu und zu. Jetzt müssten sie eigentlich VB probieren, aber sie haben Loch und noch Flash. Gesmoked. Oh Gott. Flash kommt jetzt. Ah, oh, Dorf hält, jetzt nur noch Forrest. Klasse. Hey, du Markelow, machen ihre Shots. Ja. In so einer Situation hätten sie eigentlich entweder den Cutter-Spieler pushen müssen, aber das ist Quatsch eigentlich, durch diesen schmalen Eingang zu zweit zu pushen. Sondern das wäre besser gewesen, wenn sie dann VB gepusht wären, aber da sie ja Loch und Door abgesmoked hatten, war das eine Suizidmission. Ja. Deswegen haben sie sich dafür entschieden, doch nicht durchzupushen. Und wie man gesehen hat, es ging ja auch auf. So, jetzt wieder eine Eco hier bei den Ninjas.
Vader mit einem schönen 1-Klick da auf B gegen Forrest. Freiburg an kurz wieder mit einem schönen Headshot. Die Deagle, ne? Die macht sich heute in dem Match aber irgendwie richtig gut. Ja. So, jetzt so, und Get Red Lower drin. Oh. Er wird halt nicht gespottet. Doch, Adrian macht den Frag stark von ihm. Klasse Runde, wieder nur eine Waffe abgegeben. Super wichtig. Durchatmen bei den Dragons. Da muss man nochmal rankommen. Und geht zu dritt lang hier bei den Ninjas. Gute Nades dagegen, Edward und Dozier. DJ sprengt Edward weg. Jetzt geht man kurz durch, aber Gatwood hat super geschoben, ist schon kurz direkt da. Hast du gespielt von Gatwood? Gatwood. Gatwood. Hab ich Gatwood gesagt, oder was? Ich hab Gatwood gesagt. Was? Ey, Gott, ich bin verwirrt. Ich muss noch eine Capri-Sonne trinken. Schade. Oh, aber Adrian macht den Break gegen Exist. Hat aber auch nur noch 7 AP. Könntest du auch mal einen Radler gönnen, dann wird's nochmal lustig mit dir. Ja, und Get Markelov jetzt noch in den Cutters unterwegs. Ah, Mist, jetzt fällt Adrian. Jetzt wird hier eh draufgestrichen, aber Fifflin steht gut auf dem Mini-Schlitz. Ja, aber das wird er checken, das muss er checken, Markelov. Aber Fifflin sieht ihn da jetzt. Nice. Nice von Markelov. 16 AP und Gendler, der reinkommt, der hat auch Low HP. Aber er wartet ihn, dass er hier pusht. Macht er nicht, er legt und jetzt wird Gendler dann eine Flash schmeißen. Rein. Ah, schade. Gendler da einfach mit einem Monster Jump rein. Und wieder mit einer 4K-Runde, der Typ ist einfach Wahnsinn. Ja, wenn sie ihn brauchen, ist er da. Ja. Und wenn nicht, ist er auch da. Also so oder so, den wirst du nicht los, ne? Der ist halt wie ein, ja? Ein Stückchen Kaugummi, in das du reingetreten bist. Den wirst du einfach nicht los, der ist immer bei dir. Ich glaube, der ist eher ein Nagel, in den du reintrittst. Der macht immer Schmerzen im gegnerischen Team. Hast du süß gesagt, Matthias. Richtig süß. So, Exist mit Autosniper unterwegs. Viel Rotation bei den CETs. Bei den Ts weniger Rotation als bei den CETs gerade. Mitte ist gut weggesmoked. Oh, solide Hits da von Forrest gegen Edward. Exist. Ich denke mit dieser Autosniper, das kann doch nicht sein. Da muss jetzt eine gute Flash kommen und eine gute Smoke. Smoke kommt nur gegen CT Base. Flash doch wieder über, Junge. Das war die Bombe. Nein, und der blind. Macht noch einen zweiten blind. Gib es nicht. Ja, und dann brauchen wir aber zu lange, um zu reagieren. Forrest aber Forrest ist schon da. Macht noch einen. Und Edward in der Mitte. Ja, das ist jetzt Edward. CT Base. Macht Edward hier, versucht er nochmal drauf zu gehen. 14 Sekunden sollte er eigentlich nicht mehr so nah an die CT-Base ran schleichen, ehrlich gesagt. Wow. Richtig Glück. Sonst wäre das kein Geld gewesen. Ne? Ja. Das hätte richtig ins Auge gehen können. Allerdings. Ja, und jetzt hat Nip leider schon 14 Runden. Man kann sich hier keinen Fehler mehr erlauben.
jetzt Get Right Blind an lang. Macht aber trotzdem den Kill. 100 HP. MP. Eieieie. Hier wirklich sehr, sehr gut hier bei Nip. Exist wieder mit der Autosniper. Paul steht mit einer guten Gegenflash vor B. Man spielt jetzt hier super safe jetzt bei Nip. Der Schräger wird weggesmoked. Dann wird geflasht. Oh, schöner Shot von Angel. Jetzt geht der Rest mit raus. Das ist nicht so gut gespielt, aber Forrest spottet es sofort. Oh, Forrest Close hat das angesagt. Ja, ja. Wird gemacht, jetzt 2 und 2. Da kann man ja gesehen, also hat das Richtige gespielt, dass sie irgendwo dann gegen pushen. Ja, HP-Vorteil aber bei Nip. Jetzt wird VB gepusht diesmal, weil sie wissen, einer kommt von Katas. Oh, stark von Markelov. Oder wissen sie, dass er von Katas kommt? Ja, ja. Einmal nicht. Doch, jetzt wissen sie es. Markelov dann nicht zeigen. Oh, nein, er kommt vor die Tür. Oh, und Freiberg macht es. Was? DevKit hat er dabei. Schön. Hey, klasse. Hast du das Lied verstanden, ja? Und rauserkannt. Ja. Also, 7 Matchbälle für Nip. Aber auf Inferno hatte man auch einige Matchbälle und da wurde es dann am Ende auch nochmal ein bisschen enger. Oh, fifth round, first break. Hat das gespottet. Ja, das wird wieder eine Runde, die 10 Sekunden vor Schluss entschieden wird. Leider wieder mal. 4 gegen 4 Situation, super langsamer Aufbau, Tempo rausgenommen bei Astana. Jetzt wird man hier lang pushen scheinbar und da steht aber noch... Er kriegt den Frag nicht. Angeblich macht er nur einen Hit gegen Exist. Oh Mann. Währenddessen Angel komplett kurz durch, kann ansagen, ey Leute, ist nichts, versucht mal kurz durchzukommen mit der Bombe, bitte. Vielleicht auch nicht, vielleicht will man weiterhin einfach nur Kalos unten gammeln. Oh, Freiberg, schöner Headshot. Und jetzt machen sie das. Man hier in der Zange, jetzt kommt lang gepusht, Exist. Sind durch auf jeden Fall. Asport ist immer noch clean. Alles komplett ausgeschlossen, sie wissen, sie müssen kurz durch sein. Ja. Check gespielt jetzt gerade von Nip und das wird eigentlich unschaffbar hier. Edel macht auch leider nur einen. So, Bombe wird gelegt, nein. Und dann kommt Forrest hoch. Macht den Frag 16 zu 8.